Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, nach der bildschönen Silvia Schneider wird es jetzt ein bisschen politischer. Ist zwar der schönste aller Blogger da, Robert Miesig, strahlend wie immer. Ja, und, naja, der Grand Senior der FPÖ, sagen wir mal so, Andreas Mölzer. Aber wir machen da jetzt ja keinen Schönheitswettbewerb, wir drei, den hätten wir eh nicht gewinnen, muss man dazu sagen, sondern einen politischen Talk. Und da liegt sie ja in der Gunst der Zuschauer sehr gut, mit M gegen M am Montag. Und da wollen wir eigentlich mit dem beginnen, womit wir heute auch die Sendung begonnen haben, nämlich mit dem Wiener Wahlkampf. Der Herr Finanzminister Blümel hat ja gerade angesagt, er möchte eigentlich die Koalition verändern, den Finanzminister an den Nagel hängen, der Johannesgasse Adieu sagen und als Vizebürgermeister in einer Rot-Türkisen-Koalition nach Wien kommen. Ich nehme an, auch als Finanzstadtrat dann. Und das hat er ja heute sehr unverblümt gesagt. Eine Überraschung im Wahlkampf, weil du hast ja bis jetzt immer gesagt, der Blümel ist eine Mogelpackung. Nein, der ist ja trotzdem eine Mogelpackung. Jetzt ist, ich würde fast sagen, das ist vielleicht eine Verzweiflungstat der ÖVP, zu sagen, den Wählern zu sagen, wenn ihr nur den Blümel wählt, dann seid ihr einmal als Finanzminister los. Also, dass ihm nach Wien, quasi entlagern, dann ist diese Pannenserie des Finanzministers. Das, wenn es ein Argument für Blümel gibt, dann ist es das Einzige. Ein bisschen spitzzüngig immer, naja, der Herr Miesig. Naja, gut. Ja. Aber es ist ja auch eine Wahrheit darin. Also Blümel ist sicher ein Problem für die Partei, weil das war so nicht geplant gewissermaßen. Weil er als Finanzminister, wie er im Frühjahr mehr oder weniger klar geworden ist, wer die ÖVP in diese Wahl führt, war nicht klar, dass Blümel als Finanzminister eine Pannenserie nach der anderen abliefert, dass die ganzen Hilfsprogramme nicht funktioniert und jetzt am Ende ja noch dazu nicht in der Lage ist, unfallfrei einen Antrag bei der EU-Kommission einzubringen, auf den zweiten Fixkostenzuschuss. Dann fängt er noch ein Streit mit der EU-Kommission an, als wäre die schuld, dass er nicht in der Lage ist, einen Antrag zu schreiben. Und das ist natürlich etwas in der Summe, man sieht es ja auch an dem Absturz der Zustimmungsraten zu Blümel, der hat glaube ich 29... Ja, immer über 20%. Ja, aber der hat sozusagen 29 positiv... Nein, 24 bis 25%. Der ist von positiv ins Negative gefallen, ja, in der Summe. Ja? Also so ein Absturz hat es schon lange gegeben. Aber 29% war er nie. Also das kann mich nicht erinnern. Ist ja wurscht, welche Form der Demoskopie man da wählt. Das war ja nicht geplant. Das ist ein bisschen ein Pech. Ja. Jetzt müssen sie mit diesen Kandidaten diese Wahl schlagen, dass sie dann immer, dass der kein Atu ist, ist klar. Und was mich eben wirklich aufregt, ist diese Geschichte, die letzte Woche und auch heute noch da ist, mit dieser Anti-EU-Stimmung. Nur wenn man es selber nicht zusammenbringt, dann macht man, ich weiß nicht, was erwartet er sich davon, dass er 24 EU-Gegner noch gewinnt mit dieser Aktion, in einer Zeit, wo wirklich hunderttausende Arbeitsplätze und tausende Unternehmen am Spiel stehen, ist das sowas von unverantwortlich, da bleibt ihm die Spucke weg. Naja, aber da steht immer ein Fixkostenzuschuss für, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende österreichische Unternehmen am Spiel. Wenn das nicht kommt, wird es ein paar Pleiten regnen in dem Land, Andreas Mölzer, oder? Naja, hier irrt Miesig partiell, insofern nämlich, dass der gute Blümel ja ursprünglich dafür kandidiert wurde, um den Kurzbonus abzuholen bei den vormaligen FPÖ-Wählern und die zu einem großen Teil herüberzuziehen zur türkisen ÖVP. Dass das jetzt durch seine Performance, durch seine eher schlechte als Finanzminister relativiert wurde oder beziehungsweise nicht ganz so läuft, ist richtig, da haben Sie recht. Und all diese Pannen, die Sie geschildert haben, die bestehen zweifellos. Allerdings ist eins, auch diese Anti-EU-Geschichte zielt genau auf dieses Wählersegment. Sie dürfen nicht vergessen, dieses Wählersegment zeichnet sich aus durch Migrationskritik, also sprich Ausländerphobie und durch EU-Phobie. Ne? Und die bedient er damit. Also so ganz deppert und so ganz zufällig ist das ja nicht. Wobei ganz koscher ist das ja nicht. Na klar. Wenn uns die den Fixkostenzuschuss nicht genehmigen. Ich meine, Entschuldigung, das ist unser Steuergeld. Völlig klar. Das werden wir ja vielleicht noch selber verteilen dürfen, denke ich mir als Laie.
Ja, aber es geht ja da um Papierkram. Den Papierkram muss man erledigen, dann ist es abgehakt, das ist in Ordnung. Ist und wenn man das, aber schauen Sie, er macht das Klick, das wird der Wähler und vor allem die simpleren Gemüter, einfacheren Gemüter unter den Wählern, werden nicht sagen, der ist schuld, weil er nicht in der Lage ist, einen korrekten Antrag zu stellen, sondern wir sagen, die böse EU schikaniert uns wieder und hat uns knüppelt zwischen die Füße. Ne? Insofern ist diese EU-Kritik schlüssig vom Konzept der ÖVP. Nur eins, grundsätzlich muss ich eines sagen, es ist dieser Wahlkampf durch die jüngste Entwicklung wieder viel unsicherer geworden, das Ergebnis. Hätte man vor ein, zwei Wochen noch gesagt, das ist völlig klar, der Bürgermeister und. Ne? So ist es jetzt doch so, nachdem die Regierung und das Land ja offenbar fast wieder auf einen Shutdown oder was zusteuert. Ja. Wie wirkt sich das aus? Ne? Gelingt es der Bundesregierung, den schwarzen Peter der Wiener SPÖ zuzustimmen und sagen, die Wiener haben falsch reagiert, die Wiener haben zu wenig gemacht, die Wiener sind schuld. Haben Sie das? Nein, das kann ich nicht. Ich möchte es zuerst einmal als Frage in den Raum stellen. Oder gelingt es den Wienern zu sagen, die Bundesregierung hat es falsch gemacht. Ne? Die Bundesregierung ist schuld, die hat ihre Hausaufgaben über den Sommer nicht gemacht und. Ne? Das ist jetzt die wesentliche Frage. Und natürlich geht es dann um die 30% oder 31% FPÖ-Wähler, zumindest die Hälfte dieser Wähler. Und da versucht der Blümel natürlich durchaus konsequent, das zu bedienen. EU-Kritik, Migrationskritik, wir nehmen keine Kinder aus Moria auf und. Das ist schon schlüssig. Dass er nicht ideal positioniert ist, zuletzt als Finanzminister, das ist richtig. Ja, aber der, wie jetzt das frühere FPÖ-Sprachrohr Mölzer fragen, der ja doch ein gutes Gefühl für diese 30% hat. Ja. Was ist jetzt? Wer ist jetzt schuld an dem Corona-Chaos in Wien? Sind es die Wiener oder ist es die Bundesregierung? Prinzipiell muss ich sagen, als Bürger und als Außenstehender, als Kärntner, als Provinzler, der die Wiener Seite ja Geschichte ja von außen beobachtet, da hat man schon das Gefühl, die Bundesregierung ist es. Das ist nicht der Wiener Gesundheitsstadtrat oder der Bürgermeister, das ist schon die Bundesregierung. Nicht? Und zwar aber warum? Warum? Ich halte nach wie vor das, was geschieht, überzogen. Ich halte es nach wie vor für einen Wahnsinn, dass man die Infektionsstatistiken bei wirklich großen Durchprüfungs- oder Durchtestungsraten betrachtet und nicht die Hospitalisierten, nicht die Todesfälle und nicht die in der Intensivstation. Ich halte es nach wie vor für einen Fehler. Ja, die und explodieren glaube, ja, ist ja nicht so, dass die explodiert tun sie nicht. Wie ich gelesen habe, geht also das wieder in der Relation explodieren sie nicht. Wenn sie sich verdreifachen, ist auch nicht so. Na gut, aber die Quote der Infizierten hat sich verzehnfacht. Also das muss man schon in die Relation setzen. Ich halte es nach wie vor für überzogen und ich glaube nach wie vor, dass wir uns einen Shutdown nicht mehr leisten können, gesellschaftlich und ökonomisch vor allem, aber es steuert alles darauf hin. Und da ist halt die Frage, manchmal das Gefühl, die Regierenden bleiben so drauf, damit sie ja nicht zugeben müssen, dass sie was falsch gemacht haben in der ersten Phase und in der zweiten Phase und auch in der Vorbereitung jetzt der Herbstwelle. Ich würde das anders sehen, die Regierungen haben natürlich alle zusammen etwas, insbesondere in den letzten 4, 5 Monaten, Wochen, 6 Wochen über den Sommer falsch gemacht. Ja, man hätte sich stärker vorbereiten müssen auf diese jetzige Situation. Und das ist auch kein Problem zu sagen. Was heißt, die haben was falsch gemacht? Die hätten nicht lockern dürfen, heißt man das? Man hätte oder bestimmte Sachen nicht lockern dürfen. Da müssen wir den Mölzer jetzt gleich Der Mölzer hat jetzt bitte lang nur durchgeredet. Der Mölzer hat die ganze Zeit dafür plädiert, dass man lockern darf. Aber nicht in den Clubs und nicht in den Discos, nicht noch Mitternacht bei irgendwelchen Fäden. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Heute noch sein Väter. Und das Ergebnis sehen wir jetzt und das ist negativ sowohl auf der gesundheitlichen Seite sowohl auf der wirtschaftlichen Seite. Ja, wir müssen diese Pandemie und das Infektionsgeschehen in den Griff kriegen und können nicht sagen, ja, man soll die Wirtschaft stimulieren, indem man es locker lässt. Man sieht, es geht nur beides zusammen. Und wer immer sich hinstellt und sagt, seid lässig, seid locker, der schadet am Ende der österreichischen Wirtschaft am meisten. Und dass diese vor dieser Gefahr, großer Gefahr zumindest, ja, ganz genau weiß man es natürlich nicht. Ich gebe Ihnen recht, dass die Zahlen ein bisschen undurchsichtig sind. Aber das ist immer so bei Risiken. Ja, wenn ich beim Auto ja Serpentine entlang fahre, kann ich auch nicht sagen, wird schon keiner kommen um die Ecken. Ja? Fahren auf Sicht heißt eben, dass man möglicherweise einem Risiko, das einem begegnet, noch ausweichen kann oder bremsen kann. Robert, ganz verstehe ich dich jetzt nicht, weil du sagst ja praktisch, die Regierung ist schuld, weil sie hätte nicht lockern dürfen. Ja? Und gleichzeitig sagst du, man muss aber die Wirtschaft beleben. Wie belebt man die Wirtschaft? Also man hätte diese Lässigkeit, diese Rhetorik. Wir haben die Gesundheitskrise jetzt gemeistert. Wir sind aufgestanden. Wir haben die Gesundheitskrise alle zusammen gut gemeistert. Dieser Facebook-Posting wörtlich von Sebastian Kurz, ja, von Anfang Juli. Ja, und all das, auferstanden nach Ostern. Ja. Natürlich hat es den Menschen das Gefühl gegeben, es ist jetzt alles locker. Ich sage ja nicht, dass man
alles zusperren muss, dass man nicht mehr drinnen in die Restaurants sitzen darf. Aber ein bisschen mehr Vorsicht hätte dazu geführt, dass wir nicht in der Situation sind, in der wir jetzt sind, sondern möglicherweise in der Situation wären, in der Deutschland ist. Ja? Robert Gundlied, was heißt ein bisschen mehr Vorsicht? Wir haben nichts anderes gemacht als die Deutschen, oder? Du pendelst da immer hin und her, du kannst es gut vergleichen. Was ist der Unterschied? Die Disziplin der Deutschen als Personen, sagen wir mal, als Bürger, ist eine deutlich höhere als in Österreich. Das hat jetzt gar nicht noch so viel mit den Regeln zu tun, aber es gibt natürlich auch sehr viel strengere Regeln. Wenn du in einem Restaurant sitzt, wo jeder seine Telefonnummer angeben muss und so weiter und so fort, du musst ausfüllen, damit du erreicht werden kannst, vom Contact Tracing. Selbst wenn das dann nicht passiert, sind alle zusammen natürlich viel vorsichtiger. Und ich brauche jetzt nicht jede einzelne Maßnahme diskutieren. Nein, aber es ist schon wichtig. Die Zahlen sind ja deutlich. Die Zahlen sind deutlich. Österreich hat 5-mal mehr Infektionen als Deutschland verglichen mit der Bevölkerung. Tschechien hat 4-mal mehr Infektionen als Österreich. Tschechien ist ein Riesen. Ich bin ja Spezialist für Tschechien. Ich war in den letzten Wochen nicht in Tschechien. Ich sollte morgen dort hinfahren für eine Veranstaltung. Die Veranstaltung ist abgesagt. Ja? Endlich habe ich mal ein Buch auf Tschechisch, Buchpräsentation. Vor allem hättest du uns dann endlich berichten können, was dort los ist. Wir hätten den live auf Ö24-TV schalten. Das hätten wir auch nicht dringend jemand gebraucht. Also bitte fahr. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Hat er recht? Die Österreicher sind zu undiszipliniert, die Deutschen sind disziplinierter. Und die deutsche Regierung war intelligenter und besser? Das glaube ich so nicht. Obwohl ich ein böser Deutschnationaler bin, würde ich das so nicht sagen. Schauen Sie, man hat vielleicht vieles falsch gemacht bei der Lockerung. Zum Beispiel die Nachtgastronomie, die Clubs, die Discos und so. Das ist nicht notwendig. Und dass man das jetzt wieder abtrat oder reduziert, zeitlich zumindest mit Mitternacht oder eins, das finde ich auch richtig. Vielleicht hält sich auch der Herr Bundespräsident dann an die Sperrstunde, wenn wir sehen. Aber das finde ich richtig. Nur insgesamt hat man da nichts falsch gemacht. Nur hat man die Hausarbeiten pro futuro, nämlich für den Herbst, nicht gemacht. Also ich bin gespannt, ob uns jetzt wieder Beatmungsgeräte abgehen oder Intensivplätze. Vorläufig schaut es ja nicht so aus. Aber insgesamt ist der Fehler der, wir picken an den Zahlen der Infizierten und schauen nicht an den Zahlen der wirklich Kranken, an den Zahlen der wirklichen Todesfälle. Das ist doch bei einer Seuche zu bemessen. Also Mölzer, und nicht die bleibt dabei, es ist alles halb so tragisch und das ganze Theater Nein, ist absurd. Nein, ich sage nicht halb so tragisch. Vorsicht ist angebracht und alles, aber ich bin auf der Seite des Sprenger zum Beispiel, des Virologen, der ihm sagt, das ist ein Blödsinn. Ne? Das ist einfach ein Fehler. Das ist halb so tragisch. Ja. Also, was heißt das jetzt? Mölzer sagt, die ganze Aufregung ist weit übertrieben, weil es gibt viele Infizierte, aber wenig Kranke. Schauen Sie, das, was der Herr Misik fordert, ist ja eine Zurückkehr oder Rückkehr zur Angstpropaganda. Man muss die Leute wieder, sie dürfen ja auch nicht lässig sein, sie dürfen ja auch nicht locker sein, wir müssen ihnen wieder Angst machen, weil sie zu blöd sind, das offenbar rational zu erkennen. Wir sollen den Menschen das richtig erklären. Scheinbar hat die Regierung geglaubt, das kann man nur mit Angst machen. Und schauen Sie, um zurückzukehren zur Wiener Wahl, und da ist es, die Leute haben Angst, die Leute kriegen wieder Angst, die Leute dürfen nur mehr 10 Leute sich treffen und. Die Leute müssen überall Masken tragen. Ne? Bei uns in Villach in der Schule, da sind jetzt 2 Erstklässler im Gymnasium, wo mein kleinerer Bärsch noch geht, infiziert. In der ganzen Schule müssen sie während des Unterrichts jetzt Maske tragen, die Kinder. Das ist alles ein Irrsinn und überzogen. Aber bei der Wiener Wahl wird das ein Faktor sein. Und die Frage ist, wer schiebt wem erfolgreich die Schuld zu? Ne? Die schwarze Regierung der roten Stadtregierung oder die rote Stadtregierung der Bundesregierung? Das wird ausschlaggebend sein. Nicht allein diese Frage ist ausschlaggebend. Weil erstens, glaube ich, tun alle Regierenden, auf allen Ebenen haben Fehler gemacht. Sie tun alle gut daran, nicht mit dem Finger aufeinander. Das ist objektiv richtig. Nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Und der auf andere mit dem Finger zeigt, der hat hauptsächlich dann selbst das Problem. Das sehe ich schon so. Sebastian Kurz, der sich jetzt hinstellt, und es ist jetzt sogar der Bürgermeister, der Gesundheitsminister schuld und die Länder sind schuld und Wien ist schuld. Die einzigen, die nicht schuld sind, sind er. Also das ist wie, das kennt jeder von uns aus der Firma, die Chefs, die beim Erfolg alles allein nicht gemacht haben und beim Misserfolg war immer ein anderer schuld. Das ist so diese Kommunikation von Kurz. Und das andere ist, mit der Wiener Stadtregierung, natürlich ist eine Krise wie diese eine, wo die Menschen das Gefühl haben, ja, ich will Sicherheit haben, ich setze auf diejenigen, wo ich darauf vertraue, dass sie es schon ordentlich meistern. Ja? Und das ist natürlich in Wien
vor allem die SPÖ, die mit Wien so identifiziert wird. Und der Bürgermeister, der auch eine Ruhe und Gelassenheit und eine sichere Hand ausstrahlt. Ja? Und selbst wenn die Leute sich die Frage stellen, ich bin ganz offen, ja? Wenn die Leute sich die Frage stellen, haben sie sich auf das Contact Tracing wirklich ausreichend gut vorbereitet oder haben sie da nicht einen Fehler gemacht, dass da nur 700 jetzt engagiert sind? Das geht hat. Einfach nicht mehr. Ne? Das kommt da noch hinzu. Mhm. Aber selbst wenn die Leute sich diese Frage stellen, wem trauen sie zu, dass er es besser macht? Ja? Wer soll denn da mehr Sicherheit und mehr Professionalität drinnen haben? Ja, wer ist denn da die Alternative? Okay. Der Herr Blümel, der nicht mehr einen Zettel ausfüllen kann, der Herr Strache oder Ihr Herr Nepp. Ja? Das ist doch absurd. Ja? Also insofern wird das natürlich nicht zum Nachteil des Bürgermeister Ludwig ausschlagen. Das schauen Sie, da werden Sie schon recht haben, Herr Misik. Nur, ein Wahlkampf ist eine mehr- oder vielschichtige Geschichte. Ne? Ja, genau. Und da kommt also die Corona-Geschichte. Wer ist Schuld, ne, das Versuchen. Dann kommt die Migrationsgeschichte, die Moria-Sache, ne? Dann kommt die ganze Sicherheitsfrage und. Da kommen ja viele Dinge, da kommt Favoriten mit den Türken-Kurden-Unruhen und so weiter. Das ist alles vielschichtig. Und schauen Sie, wenn der Herr Blümel, von dem ich auch glaube, dass er keine ideale Besetzung ist unter der jetzigen Sicht der Dinge, aber wenn der von Nein oder was, wie viel Prozent hat die ÖVP das letzte Mal gehabt? Nein. Verdoppelt, ne? Verdoppelt ja. Womöglich. Ne? Und Sie sagen, er liegt noch immer bei 20% und mehr, dann ist ja das wirklich, ich meine, dann kann der Kurz natürlich sagen, super. Burschen, da haben wir schon was gemacht. Was auch immer danach herauskommt. Was auch immer danach herauskommt. Aber eines möchte ich hier nicht ganz vergessen lassen. Eines möchte ich hier nicht vergessen lassen, nämlich auch sozusagen, was die FPÖ, die sie halt leider, muss ich in dem Fall sagen, sie repräsentieren. Das ist zu viel der Ehre. Zu viel der Ehre, lieber Herr. Vor allem das leider ist. Schaue ich nicht Sie an, sondern schaue ich den Wolfgang an, was die FPÖ in diesem irgendwann muss ich auch schauen, was die FPÖ in diesem Wahlkampf aufführt. Ja, mit diesen Plakaten, mit diesen verhetzerischen Plakaten, schwarz-weiß, dunkle Ausländer, die mit Scheitkuchen von Geld herumfahren und dann bunt. Das, ja, wie hat ein großer Philosoph gesagt, der Michael Häupl, sind Zeiten der fokussierten Unvernunft. Ja, das trifft aber auf alle Parteien zu. Fokussierte Unvernunft, dafür bin ich unter Anführungszeichen. Ja. Aber dieses Maß an Verhetzung und an Niederträchtigkeit, Menschen, die in dieser Stadt leben, beleidigen, ja, Kinder, die migrantische Kinder, die jeden Tag in die Schule diesen Dreck anschauen müssen, ja, das finde ich, ist etwas, was zu weit geht. Schatz, ja? Ich kann das nicht beurteilen, ich bin da nicht der Ex-Opfer von der Tür. Nein, jede Woche einmal in Wien. Ja, da sehe ich ja nichts, da sehe ich außer dem Hause Fellner und meiner eigenen Redaktion Plakate von Ihnen sehe ich nichts. Plakate wird man noch sehen. Die ich gesehen habe, da Stimmen der Vernunft und so weiter, der Nepp, das finde ich nicht schlecht. Das eine Stimme also der Vernunft, das ist ein Wahlkampf für gut. Ich kann ihn in Toto nicht beurteilen, weil ich nicht alle Plakate, die Sie schildern, kenne ich nicht. Oder mit einer Scheibe mit Geldbündel. Ja. Na, wo habe ich das Plakat jemals gesehen? Ich fahre nur einer und aussehe, aber das habe ich leider nicht gesehen. Mit Scheibdrohnen oder Sporttaschen, Geldbündel, das müssen Sie mal auf WhatsApp schicken, bitte. Das müssen Sie mal schicken auf WhatsApp, ich werde das sicher haben. Also Antipropagandisten, schicken Sie mal bitte mit Quelle, wo das zu sehen ist. Ich habe das nirgends gesehen. Aber die Frage an Mölzer ist, wird die FPÖ von dieser, sagen wir, Zuspitzung des Wahlkampfs profitieren? Oder profitiert der Blümel, weil sich alle um den Kurz schauen werden? Oder profitiert doch die SPÖ, weil Wiener Chaos hin oder her die SPÖ das eigentlich in dieser Stadt nicht schlecht macht? Partiell ist das, was der Herr Misik sagt, dass also in Zeiten der Corona sich die um die Stadtregierung scharen, wahrscheinlich richtig. Ne? Es ist natürlich die Moria-Geschichte schon sehr wichtig, weil sie den Leuten die Dimension der Migrationsproblematik wieder klar gemacht hat. Diskutieren wir dann gleich. Trotzdem, bei dieser Frage muss ich das beantworten. Ne? Und da ist es schon so, dass die Menschen dann auch sagen werden, wer ist der Schmied und wer ist der Schmiedel. Ne? Der Herr Blümel wird bis zum 12. Oktober, der Herr Kurz wird bis zum 12. Oktober beinhart sein und sagen, kein einziges Kind kommt mal über die Grenze. Ob es danach auch ist, wissen wir. Das ist halt alles wahlkampftaktisch, wissen wir nicht. Wahlkampftaktisch begründet. Ne? Man wird das sehen. Und schauen Sie, eins ist auch klar, ich habe mir das sehr lang und sehr eingehend analysiert, von diesen 31%, ne, wo ein Teil, ein kleiner Teil, die sehr unbedarften, würde ich mal sagen. 31%, die letzte war letzte. FPÖ. Wird ein kleiner, sehr unbedarfter Teil, also es müssen schon sehr schlichte Geister sein, den Strache wollen wahrscheinlich. Ne? Ich hoffe, dass
es keine 5% sein. Ne? Ein Drittel wird auf jeden Fall bei der Stange, beim NEP, bei der NEP-FPÖ bleiben. 10%, und, ja. und der Rest ist die Frage. Der Rest ist die Frage, werden die wirklich den Herrn Blümel wählen? Glauben die das alles? Dass der eigenhändig mit dem Kurz die Balkanroute gesperrt hat, wo sie jetzt wieder kracht hin und vor, ne, zwischen Libyen und der Türkei. Und werden die dann die SPÖ wieder wählen, wo sie ja jahrelang als Faschisten, Rechtsextremisten und Rassisten beschimpft wurden? Ich habe da meine Zweifel. Es wird ein Teil frustriert in den Nichtwählerbereich gehen. Mhm. Aber ob die Rechnung wirklich so aufgeht, bin ich gespannt. Naja, ich glaube, also, ein Teil gibt es, der quasi in Simmering, in den Vorstädten, in den Gemeindebauten, der das Gefühl gehabt hat, die SPÖ kümmert sich nicht mehr um die normalen so Leute. Und deswegen haben sie die FPÖ gewählt. So, jetzt werden die nicht mehr die FPÖ wählen aufgrund der Skandalgeschichten. Und gerade der Bürgermeister Ludwig, der jetzt sozusagen so eine gewisse hemdsärmliche, auch jetzt die Fotos, mit, wo er einen Tag bei der Müllabfuhr gearbeitet hat, all das, was er repräsentiert, ist doch sehr nahe an diesen Gefühlen, die diese Bevölkerungsgruppe, Wählergruppe schätzt, und was auch noch hinzukommt, und da spielt das rein, was ich vorher gesagt habe, dass diese Bevölkerungs- und Wählergruppe natürlich in so einer Situation Sicherheit vorzieht. Ja? Das stimmt. Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und das Sicherheit ihrer ganzen Lebensumstände, und keine Experimente will, soll man auch nicht vergessen. Schatz, gut, der Herr Stadler in Simmering... Natürlich. Wenn man Sicherheit des Arbeitsplatzes ja, aber wird. Diese Bevölkerungs- und Wählerschicht zu den Schnöseln aus Döbling und Hitzing ist ein weiter Weg. Ja? Also, und jetzt sage ich mal, der Blümel ist auch vom Habitus kein Angebot an die. Ja? Also selbst sozusagen der Nehammer mit seiner Law-and-Order-Geschichte würde dann noch eher passen. Ja, in Niederösterreich. Würde dann auch eher passen. Der Herr Stadler also in Simmering ist noch viel hemdsärmeliger also wie der Bürgermeister. Fest steht, du setzt voll auf Ludwig. Der Mölzer setzt voll auf Nepp. Ja. Den Blümel setze ich irgendwie zwischen den Sesseln ein bisschen durchrutschen. Wir gehen jetzt gleich in eine Werbepause. Vorher muss ich noch unsere Duelle ansagen. Ab morgen geht es ja wirklich los. Morgen Ludwig gegen Nepp, Mittwoch Ludwig gegen Blümel, Donnerstag Ludwig gegen Hebein. Das sind gleich drei hochkarätige Duelle. Wie wird Ludwig gegen Nepp ausgehen? Naja, das ist Simmering gegen Kapfenberg. Ne? Das wird Brutalität, nehme ich einmal an. Ne? Glaubt Mölzer. Ja, was ich meine, der Ludwig ist in der Dominator-Position, das ist ja klar. Ja. Ne? Der Nepp wird sich gut schlagen, so ein vernünftiger Bursch. Also da geht's zur Sache. Das nehme ich schon. Fliegen an. Die Fetzen an. Das erwartet nehme ich schon. Wie wird Ludwig gegen Blümel ausgehen? Ich glaube, es wird nicht so sehr aggressiv, weil der Blümel muss zwar angreifen, ist aber vom Habitus jetzt nicht der Angreifer. Mhm. Und der Bürgermeister ist jetzt auch kein, niemand, dem die Gefühle durchgehen. Also der wird eher sehr ruhig hier eine Position vertreten. Und dieses Sicherheitsbedürfnis, eher ich bin der Sicherheit verspricht, hier versuchen auszustrahlen, und das wird er rüberbringen. Das wird eher kein wildes. Und ein bisschen ein Schmäh, glaube ich, dass der Bürgermeister. Und wie wird Ludwig gegen Hebein ausgehen, Mölzer? Na ja, gut, ich meine, die müssen erst die Scheidungsverhandlungen führen dann. Oder auch nicht, ne, werden wir sehen. Ne? Ja, werden sie eher Scheidungsverhandlungen führen? Naja, wenn sie ein anderes Angebot haben, vielleicht das Angebot der absoluten Mehrheit, ne, dann ist die Frau Hebein sehr schnell im Altenheim, im Politischen. Ne? Theoretisch gehen sich ja vielleicht sogar die Neos aus. All das wäre möglich. Über eines haben wir uns einig, es wird eine unglaublich spannende Wahl werden, ne? Wer sich noch vor 3-4 Wochen gedacht hat, ein bei der Wienwahl, da ist keine Rede davon. Da kommt jetzt alles zusammen. Ausländerwahlkampf, Corona-Wahlkampf, Arbeitsplatzwahlkampf, also alles, was man sich das noch garniert mit autofreier City und so weiter. Mhm. Also viel mehr Emotionen in einem Wahlkampf ist schwer möglich, Robert, oder? Einerseits. Andererseits, sozusagen Spannung hieße auch, dass ein bisschen unklar ist, wie es ausgeht. Jetzt ist unklar, sozusagen 2% rauf, 2% runter, das ist unklar. Ja, aber so die grobe Verteilung ist diesmal sehr, sehr klar. Also aber 2%, die entscheidend sein können für Koalitionen und, für den Kurs der Stadt. Natürlich, ja, aber also es führt nicht so sehr zu einer Spannung wie eine Duellsituation. Ein emotionaler Wahlkampf, bei dem man weiß, wer man gewinnt. Wer gewinnen wird, in dem Sinne gehen wir ganz kurz in eine Werbepause, und dann kommt natürlich Teil 2, wie immer, von M&M am Montag. Und da wird es heute wohl, nehme ich an, ums Ausländerthema, um die Flüchtlingsfrage um Maria gehen. Der Mölzer war ja kaum zu halten vorher. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, zweite Runde bei Mölzer gegen Misik, bevor es dann zum ersten Mal in ein Wien-Duell geht. Allerdings noch nicht in Schwergewicht-Duell, das wir ab morgen dann zu erwarten haben. Wir haben über Wien mal schon diskutiert, über Corona auch schon diskutiert, aber ein großes Thema natürlich, dass diese Wien-Wahl jetzt auch noch bestimmen wird, ist diese Frage Ausländerwahlkampf. Ist die Überfremdung zu stark in dieser Stadt? Und zweitens, wie halten wir es mit den Moria-Flüchtlingen? Die Stadt Wien will 100 Flüchtlingskinder aufnehmen. Pamela Rendi-Wagner hat heute wieder einen Antrag im Nationalrat eingebracht. Österreich möge 100 Flüchtlingskinder aufnehmen und dafür ist sie gleich von Herrn Doskozil wieder betoniert worden am Sonntag. Was ist los mit der SPÖ? Naja, erstens, du hast jetzt so in der Moderation gesagt, ist die Überfremdung zu stark. Ich meine, Überfremdung ist kein neutrales Wort. Ja? Also das soll man nicht als neutrales Wort benutzen. Wollte es als Wahlkampf, wie sagen wir dann? Ja, du willst das ein bisschen ja. Aber gut. Wie sagen wir dann? Wir sind eine internationale Stadt und es sind in den letzten fünf Jahren sehr viele Menschen dazugekommen. Überfremdung ist nicht der richtige Ausdruck dafür. Wie heißt das politisch korrekt, Herr Misik? Aber das war nicht die Frage. Die Frage ist, was ist mit der SPÖ, die sich in dieser Frage Moria nicht auf eine Linie einigen kann? Eigentlich ist die SPÖ schon auf einer Linie sehr klar. Also jeder Landesparteivorsitzende hat eine klare, circa klare Haltung. Ziemlich klare Haltung. Welcher jeder? Also von Herrn Dorner habe ich nichts gehört. Der Steirer hat kein Wort gesagt. Und der Doskozil hat die Pamela Rendi-Wagner gerade betoniert. Also es sind alle jetzt völlig klar, diese 100 Kinder sollen aufgenommen werden. Das hat ja auch die Wiener Stadtregierung und der Wiener Bürgermeister in einer Mehrheitsabstimmung als sozusagen Bekundung abgegeben. Sie kann es natürlich nicht entscheiden. Und in einer Situation wie jetzt sind alle auf der Seite des Wiener Bürgermeisters. Also das ist ja auch Realpolitik. Davor hat keiner, der vernünftig ist, im Wiener Bürgermeister. Liest du Zeitungen gelegentlich? Ja, das Doskozil-Interview. Ja, das Doskozil-Interview habe ich Es ist eine Person in der SPÖ, der in Burgenland nur mehr mit drei Leuten redet. Ja, das ist doch nicht eine gewichtige Position innerhalb der SPÖ mehr. Ja. Doskozil hat sich doch mit diesem Vorgehen in den letzten Wochen schon, ja, dass er dauernd den Wiener Wahlkampf stört, selbst in der SPÖ vollkommen ins Out gestellt. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Sozusagen die Leute, die ihn immer unterstützt hätten, Schnabel, Dornauer und so weiter, ja, denen geht doch der mittlerweile auch auf die Nerven. Ja, die betonieren alle von denen hat mit keinem einzigen Wort das angesprochen in seiner Rede. Ist dafür ja auch von seinen Linken schwer betoniert worden. Dass einer etwas nicht erwähnt. Dass man da jetzt schon hineininterpretiert, weil der irgendein Wort nicht benutzt hat, ja, ist er ein geheimer Unterstützer vom Doskozil. Also so brauchen wir auch nicht diskutieren. Ja. Doskozil ist im Moment, und das wird auch so bleiben, in der Partei vollkommen isoliert und nicht, weil er nicht wegen der Position, nee, absolut nicht. Ja. Die Position würden sicher wahrscheinlich 30% der Parteifunktionäre teilen. Wegen des Vorgehens, ja, man tut so etwas nicht. Wenn gerade eine Landesorganisation wie die Wiener in einem Wahlkampf ist, hält man die Goschen. Das ist die Haltung, die alle Landesparteivorsitzenden eint. Und mittlerweile sind alle so sauer auf den Doskozil, dass er keinen Meter mehr in der Partei machen wird. Und du bist der Meinung, es wäre richtig, diese 100 Flüchtlingskinder aufzunehmen? Ja, sicher. Da geht es nicht um die Integration. Da geht es darum, ein Zeichen zu setzen, dass man 100 Leute rettet und Familien, meiner Meinung nach. Es geht ja um die Neugeborenen mit ihren Müttern. Ja? Ich nehme ja nicht den Müttern weg. Ja? Und das soll man aber auch außerhalb der Diskussion stellen. Ja? Man muss kein Gutmensch sein, um 100 Kinder retten zu wollen. Ja? Mensch reicht dafür. Der Herr Mölzer will das nicht, nehme ich an. Nein, ich möchte gern 3000 Kinder retten. Ne? Ein Freund von mir, der beruflich jetzt unten war, vorige Woche in Moria auf Lesbos, hat gesagt, dass die rund 3000 Kinder gekriegt haben, die Langzeitinsassen im Lager, was auch ein interessanter Aspekt ist, über die Zustände, die dort herrschen müssen. Ne? Und die sollen wir alle retten, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist eher das, wie macht man das? Ne? Und ich glaube, dass auch die Mehrheit der Österreicher durchaus der Meinung sind, die auch der Bundeskanzler zumindest bis zum 11. Oktober vertritt, dass man nämlich dort unten vor Ort hilft, ne? Dass man wirklich Geld in die Hand nimmt und sehr schnell menschenwürdige,
gar nicht Zeltstädte, sondern Fertighäuser, Baracken in Städten. Wer diese Zelte gesehen hat, die dort aufgestellt worden sind, also entschuldigen für mich, regnen darfst du dort nicht. Ja, eben, auf Dauer möchte ich auf keinen Fall in so einem Zelt leben, aber bitte, mit den heutigen technischen und auch finanziellen Möglichkeiten hat man doch innerhalb kürzester Zeit, in 2 Wochen stellst du dort eine Holzfertigteilhaus-Siedlung hin, wo die Leute alle unterkommen, wenn man das will und wenn man das macht. Was und das kommt dann immer billiger. Und was die EU aber das ist alles, hat, alles sinnloser, lieber Herr Fellner, ist alles sinnloser, also sinnvoller, als wenn man die Leute alle aufhält. Weil retten müssen wir nicht, weil man nicht 100 Kinder retten müssen, sondern 3.000 eben dort. Und schauen Sie, jetzt brennt in Samos das Lager, ne? Als Nachfolge oder Wiederholungstäter oder wie soll man sagen, Nachahmungstäter von Lesbos. Ne? Und so wird es weitergehen, wenn die sehen, dass man den Erfolg hat damit. Ne? Und das ist ja keine Lösung, das ist ja keine Geschichte. Ne? Aber, also, der Robert Miesig meint ja nicht ganz zu Unrecht, also über Kinder sollte man eigentlich nicht diskutieren. Nein, aber warum nicht 3.000 und nur 100? Ja, 3.000. Ich habe das letzte Mal den Herrn Miesig gefragt, wird er die 100 aussuchen? Wir reden ja von 100 in Wien und von 3.000 in der ganzen EU. Ja. Es findet aber nicht statt. Ne? Naja, die Bundesrepublik Deutschland hat beschlossen, 1.500 zu nehmen. Das ist so, wie wenn Österreich 150 geben würde. Muss man auch in der Relationsrecht setzen. Das ist ja in Ordnung. Also darum sollen die Deutschen nicht so groß tun. Schauen Sie, aber ich glaube, Herr Miesig, aber dann geht es ja mit den Eltern zusammen, sind das dann 12.000? Nein, du kannst ja nicht die Kinder, wenn es keine Kinder sind, die Alarm raufholen. Ne? Das aber wissen Sie ja ganz es genau. Es sind ja nicht 3.000 Kinder, sondern es sind 3.000 Kinder, unbegleitete Jugendliche. Das sind alles erwachsene Männer, wie wir wissen, die meisten. Das sind ca. 3.000 bis 4.000 Leute. Und also nach Adam Riese können es nicht mehr als 9.000 sein, selbst wenn überall Väter und Mütter dabei waren, was wir ja wissen, dass bei einer großen Zahl der Kinder nicht der Fall ist. Ja, und manche sind 19. Ja, weil es keine Kinder sind, sondern Jugendliche. Und manche Familien sind die Kinder 19 und die Erwachsenen 21, 41. Warum soll man die nicht aufnehmen, lieber Andreas? Weil man unten eher hilft. Wenn man vor Ort eher hilft. Ja, bitte, und wenn man denen ein hinniges Campingzelt hinstellen, ist das nicht ist ja unverantwortlich. Warum ein hinniges Campingzelt? Warum nicht ein Holzfertigteilhaus? Warum denn nicht, bitte? Das ist alles billiger wie die Integration von Tausenden von Leuten zusätzlich, wo wir schon so viel haben. Und die Integrationskosten, die sozialen Kosten, die kulturellen Kosten und auch die sicherheitspolitischen Kosten kaum erheben. Ne? Aber schauen Sie, als vernünftiger Mensch könnte man uns ja, glaube ich, relativ leicht einigen. Das wage ich zu bezweifeln. Nein, ich bin mir da nicht so sicher. Ja? Ich meine, ich bin ja auch der Meinung vom Herrn Mölzer, dass für diejenigen, die in Griechenland bleiben werden, ausreichend gute, was heißt hervorragende, ausreichend gute sanitäre Verhältnisse, ein ordentliches... Ja, das kann man da machen. Wer bleibt in Griechenland, wenn du die Kinder raufholst? Naja, wir reden jetzt von 4.000 Leuten bei 13.000, die jetzt dort sind. Aber wir müssen 4.000 Kinder. Nein, mit ihren Familien. Nein, 4.000 sind Kinder. Ja, aber wir wissen doch, dass die meisten davon keinen Asylgrund haben und keinen positiven Asylbescheid kriegen werden. Ne? Das wissen wir ja auch. Bei den Erwachsenen, die dazukehren, wird man das wohl noch prüfen müssen, oder? Man wird es ohnehin immer prüfen müssen. Der Punkt, und was ist, wenn der negativ beschieden wird? Die Frage ist, darf ich Ihnen etwas sagen? Das ist nämlich der größte Skandal. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Ja? Yeah. Diejenigen, die Deutschland jetzt beschlossen hat, aufzunehmen, die sitzen in dem Lager, haben aber ein positiv abgeschlossenes Asylverfahren. Ja? Die sind schon anerkannt als Flüchtlinge. Die haben schon das grüne Hackerl, ja? Und müssen immer noch in diesem Lager verfaulen. Was ist denn das für eine Situation? Ja. Aber lassen Sie mich den Anschluss von recht, vorhin, aber das ist trotzdem die Minderheit. Natürlich muss man beiderlei machen. Man muss beiderlei machen. Einerseits die Lager, die es an der Außengrenze gibt, so aufbauen, dass sie menschenwürdig sind. Und andererseits kann man gleichzeitig zu Griechenland einen Teil dieser 13.000 Leute abnehmen. Und wenn man sich darauf nicht als vernünftiger Mensch einigen kann, dann weiß ich nicht, was... Na gut, aber da geht es in Wirklichkeit Herr Miesig, vielleicht versuchen um die Sache. Zwischen den beiden Herren einen Kompromiss zu stiften. Weil auf der einen Seite sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass es dort zumindest 4.000 Kinder gibt, die wirklich extrem arm sind, weil ihnen ihre Kindheit versaut wird. Auf der anderen Seite nehme ich an, wirst wahrscheinlich auch du zustimmen, dass dort eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl an Gewalttätern ist, weil so ein Lager niederbrennen, auf die Idee muss man erst einmal kommen und das dann auch durchzuziehen. Sehr krimineller Akt, ohne Frage. Ja? Also darf ich da einen Halbsatz dazu sagen? Ja, wenn man mich 3 Jahre in ein Lager einsperrt, das für 3.000 Leute gebaut worden ist und wo jetzt 13.000 sitzen,
dann weiß ich auch nicht, was ich tue, um da rauszukommen. Ich habe dich schon immer für einen potenziellen Terroristen gehalten. Ja, ne? So würde ich da jetzt auch nicht drüber reden, dass das eine große kriminelle Energie sein muss, um in so einer Lage zu der Situation zu kommen. Ziehen wir nicht in Betracht, das Ganze hapert ja daran, dass dieses Türkei-Abkommen nicht umgesetzt wird. Das lautet doch folgendermaßen, dass die Türkei jene, die einen ablehnenden Asylbescheid haben, und das waren sehr viele in diesem Lager, wenn nicht die meisten, zurückgenommen werden von der Türkei. Ne? Warum passiert das nicht? Aber weil die Griechen die Asylverfahren nicht über Haiti. Das Türkei-Abkommen lautet sogar noch ganz anders. Ja, ich weiß, was wir dann auch nehmen. Das lautet so, dass diejenigen, die illegal rüberfahren, zurückgenommen werden, egal ob sie einen positiven Asylbescheid bekommen würden, und dafür für jeden, den man aufnimmt, ein anderer mit positivem Asylbescheid. So, also, um zu versuchen, hier auf einen Nenner zu kommen, was spricht dagegen, wenn Wien 100 Kinder, die keine Eltern haben, unbegleitet sind, vielleicht auch um die Sorgen des Herrn Mölzer, dass das schon junge Terroristen sind, zu sagen, sie sollen unter 10 Jahren sein, 100 solche Kinder aufnimmt. Unter 10 Jahren wird es ohne Eltern schwerlich geben. Ja, ist aber so, dass dort x Kinder unter 10 Jahren sind. Wir haben ja die Videos gesehen. Und wie gesagt, wie in dem Fall bin ich auf der Seite des Bundeskanzlers, der sagt, es ist keine Lösung, wir helfen dort vor Ort. Das ist auch richtig. Ich glaube natürlich 100 schon, Kinder unter 10 Jahren, die unbegleitet. Wenn es eine Lösung wäre, ja, aber wir werden denen unten besser helfen können, schneller helfen können. Und ich meine, die Frage mit dem Bulleffekt. Das glauben Sie aber nicht ernst, oder? Warum nicht ernst? Wollen Sie als Kind Ihr Alter zwischen 7 und 14 Jahren in einem Zeltlager verbringen? Das ist ja ärger als nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man sagt, bessere Zustände herstellen, dann heißt das nicht Zeltlager. Ne? Was es heute für Möglichkeiten gibt und wie schnell da Fertigteile, wirklich schöne Geschichten aufgebaut werden können, wenn man das will und wenn man das finanziert. Ne? Und das ist eben die Frage, ob man das schafft. Und als Kind möchte ich am liebsten in Hollywood in einer Milliardärsvilla aufwachsen, aber das spielt es halt nicht. Ne? Das ist aber schon ziemlich brutal. Nein, das ist, was heißt brutal? Schon. Aber Herr Fellner oder der Herr Misik, Sie wären da unten, da stehen die 3000, Sie suchen dann die 100 aus. Das schaue ich mir an, wie das passiert. Das passiert ja eben nicht. Also deine Hoffnung, dass es da zu einem Kompromiss heute kommt, die kannst du in die nicht vorhandenen Haare schmieren. Ja, wenn man die Fernsehkameras dran täten, hätten wir schnell einen Kompromiss. Aber das ist ja... Ja, da nehmen Sie 3 und ich 5. Das ist ja das Tragische, dass da dauernd Symbolpolitik gemacht wird, dass man sich dauernd... Ja, aber die 100 nehmen, ist ja erst recht Symbolpolitik. Die Österreicher und Österreicher, insbesondere auch die ältere Generation, ja, die wissen, was nur irgendwie aus Erinnerung, die wissen, was Flüchtling heißt. Ja? Die ja, alle Flüchtlinge aufgenommen haben oder zumindest dann einen Nachbarn gehabt haben, die Flüchtlinge waren. Ja? Die verstehen nicht, warum man keine Kinder aufnehmen kann, warum man da einen juster Mensch-Standpunkt einnehmen muss. Man darf diesen 100 Kindern nicht helfen, weil sonst hat es irgendwelche Folgen, von denen eh keiner weiß. Aber jetzt geht es weiter. Okay, jetzt nehmen wir die 100 Kinder auf von Lesbos. Was machen wir mit denen von Samos? Da brennt ja auch das Lager. Ne? Was machen wir mit denen von Lampedusa? Wie geht es weiter, Herr Wiesig? Wie lösen wir das Kapitalismusproblem und wie gehen wir mit den Banken um? Ja, jedes Problem auf der Welt hängt mit allen Problemen zusammen. Mit dieser Haltung kann man sich gegen die Lösung jedes einzelnen Problems aussprechen, weil es ist nie die Lösung für alle Probleme, die es auf der Welt gibt. Wenn es eine Lösung wäre, also, ist es gar der nicht. Mölzer ist da sehr hartherzig, müsste man fast sagen. Ich habe im Gegensatz zu vielen anderen 6 Kinder aufgezogen. Hat aber, nehme ich an, jetzt Sympathien für den Doskozil wieder mal entdeckt, oder? Ja, hey, das ist ein klasse Bursch. Und zwar, warum ist das ein klasse Bursch? Weil er da eine harte, vernünftige Haltung, die Mehrheit seiner Bürger, die er vertritt, wahrscheinlich teilt. Ne? Also das muss man auch sagen, wir sind eine Demokratie, die ist dazu berufen, die Mehrheit der Bürger, die ihn gewählt haben und die er vertritt als Landeshauptmann, auch zu vertreten. So gesehen ist das absolut richtig. Also ich wollte gerade sagen, die hartherzige Haltung des Andreas Mölzer hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass gerade jetzt in diesem Wiener Wahlkampf das Thema, entschuldigen, Steuer wieder Asche auf mein Haupt, Überfremdung, eine gewisse Rolle spielt, Zuzug, Immigration, um es wertneutral zu sagen. Und der Herr Mölzer, sowie die FPÖ, aber wahrscheinlich auch die Mehrheit der Wiener, der Meinung ist, es reicht. Ne? Schauen Sie, auch die autochthone Bevölkerung hat das Recht, dass ihre Kinder zum Beispiel in eine Schule gehen können. Wir haben das letzte Mal schon kurz andiskutiert. In der Wiener Grundschule ist es fast nicht mehr möglich. Ne? Du hast die Chance, dass deine Kinder die Gefahr, die können nicht mehr Deutsch lernen, nicht mehr schreiben, lesen und rechnen lernen, weil eben 50%, 60%, 70% mit nicht deutscher Muttersprache da drin sind. Das sind Zustände, die daraus resultieren.
Ne? Ja, also Mölzer sagt, es reicht und wir brauchen ja keine unbegleiteten armen Kinder aus Lesbos. Tun wir was für die unten, tun wir was in ihren Herkunftsländern und zwar massiv, das wäre gescheiter. Und was sagst du drauf? Ich muss da korrigieren, auch das, was du unterstellt hast, dass die meiste Mehrheit der Bevölkerung in Wien sagt, es reicht. Es kommt darauf an, was man darunter versteht, aber wir sind eine internationale Stadt. Alle hier wissen, dass es eigentlich ganz gut läuft in dieser internationalen Stadt. Alle wissen genauso, ja, was die Probleme in dieser Stadt sind mit der Internationalität. Und dass man die nicht löst, dass man die vor allem nicht löst, indem man die Leute dauernd gegeneinander aufhetzt und Zwietracht sieht. Ja. Und diese Position vertreten, wie wir alle wissen, die Mehrheit der Bürger in dieser Stadt. Wir haben vorher über den Wiener Wahlkampf diskutiert. Wir wissen circa, dass die SPÖ 40% kriegen wird, die Grünen circa 14 und die Neos circa 8. Jetzt soll ich das mal zusammen, das sind 60% aller Wähler. Also jetzt weiß ich schon, dass es Wähler gibt, die, oder fast 70% aller Wähler, ja. Jetzt weiß ich schon, dass es Wähler gibt, die das anders sehen, aber die Mehrheit sind sie sicher nicht. Die Mehrheit sind diejenigen, die sagen, wir wollen in dieser Stadt die Probleme mit der Internationalität verantwortungsvoll und mit einem Geist der Gemeinsamkeit lösen und nicht, indem wir die Leute gegeneinander auffußen. Gut, spannendes Schlusswort, das ich gleich so nehme, denn wir kommen jetzt zum eigentlichen Da Capo von Fellner Live. Es wird spannend, denn wir starten heute ein bisschen später, morgen dann etwas zeitiger, den Wiener Wahlkampf mit diesen Wien-Duellen, die Sie alle erwarten können, jeder gegen jeden. Und da starten zunächst einmal die Grünen und die Neos. Gibt es da einen Unterschied? Grünen und Neos? Ja, gibt es einen Unterschied. Die einen sind in der Regierung, die anderen sind nicht in der Regierung. Ja. Die einen sind in Wirklichkeit Linker, die Grünen, aber in der Regierung so gefangen, dass die Neos zum Beispiel in Menschenrechtsfragen linker als die Grünen erscheinen. Ganz interessante Konstellation, oder? Also wird ein spannendes Duell dann. Ja, schon. Ja. Ja, gibt es einen Unterschied, Grüne gegen Neos? Naja, politisch korrekt sind sie alle, ne, in wesentlichen gesellschaftspolitischen Fragen. Die einen sind mehr Bobos, die anderen sind mehr Linke. Also für mich ist beides unwählbar, aber ich bin kein Wiener. Also wir starten mit dem Duell Grüne gegen Neos heute in die großen Wahlkampfduelle von OE24TV und von Fellner Live hinein. Es diskutieren heute Peter Kraus, der Stellvertreter von Birgit Hebein und der Kollege Wiederkehr. Wie heißt dein Vornamen? Christoph. Christoph, ne? Habe ich gelernt in dem Wahlkampf. Christoph Wiederkehr von den Neos. Also Christoph Wiederkehr gegen Peter Kraus, Neos gegen Grüne. Damit starten wir die Duelle. Morgen wird es dann spannend, weil morgen haben wir Ludwig gegen Nepp. Am Mittwoch haben wir Ludwig gegen Blümel und am Donnerstag haben wir Ludwig gegen Hebein. Und heute geht's los. Mit Kraus gegen Wiederkehr, gleich nach der Werbepause. Und dann starten wir in einen Wahlkampf, der sehr emotional werden wird. Schauen wir mal, wie das Duell links gegen halblinks, sprich grün gegen Neos, ausgeht.